Chief, wenn der Sprengkopf erst scharf ist, haben wir nur sehr wenig Zeit, um von hier zu verschwinden. Wäre nicht das erste Mal, dass wir eine Suizidmission machen, quasi. Da geschieht etwas. Unter dem Erzeuger baut sich ein Hyperraumereignis auf. Nicht nett. Oh. Ich glaube, das sollten wir aufhalten, würde ich mal so vermuten. Die Saw ist zwar ganz cool, aber ich denke, es wäre besser, wenn ich... Der Didaktiker hat sich im Erzeuger verbarrikadiert. Der Sprengkopf nützt uns rein gar nichts, wenn wir die Barriere nicht durchbrechen können. Suchen Sie ein Terminal für mich. Okay. Danke, dass das Terminal extra für mich dafür ausgefahren wird. Ich werde etwas tun, was Ihnen nicht gefallen wird. Na toll. Okay. Was hast du denn getan? Ich habe die vom Wahnsinn befallenen Teile meiner Persönlichkeit in die Schiffssysteme abgestoßen. Wenn ich das bei jedem dieser Strahlen mache, können diese Kopien die Abschirmung des Erzeugers durchbrechen. Bereit machen. Na, nett. Danke einmal. Nee, schade, ich komme von hier aus nicht hin. Oh, nee, das lässt du gefälligst bleiben. So. Einmal bitte wieder ein bisschen Lebenspunkte. Also zumindest Schild, keine Lebenspunkte. Okay. Gut, hi. Danke, aber... Ah, puh. Knappes, aber hab's hinbekommen. Sehr schön. Ich mach mal den kurz klein, damit der wieder... geladen wird. Und dann Knöpfchen drücken. Und oh Scheiße. Nicht nett. Aua. Na toll. Hey, hör auf mit dem Scheiß. Geht doch. Puh. Also, ich kann immer wieder nur sagen, wenn Halo eines kann, wie wenig andere Spiele, dann ist es Soundtracks. Der Soundtrack ist echt großartig. Mal wieder. Jetzt
Gut. Hallo, ihr drücken. Warte mal, war das schon der zweite oder? Das war's. Es klappt. Okay. Dann gehen wir mal darüber und benutzen den Jump Pad dort. Mal wahrscheinlich dann noch, um zum nächsten zu gehen. Nein, wir haben nicht nach dem Didaktiker gesucht. Sobald die Abschirmung versagt, die den Sprengkopf schnellstens da reinbringen. Komm. Ah. Na, schade. Sind hier nicht noch andere? Nein, offenbar nicht. Gut. So. Gut. Sehr schön. Der ist das Scheißding, also. Gut. Dann geht's wieder weiter. Aber ich denke, dass ich gleich sogar noch einen weiteren Cut setzen werde. Hm. Geht doch. So. Damit sind die da auch wieder nochmal weg. Hm. Nein, 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 das machst du gefälligst nicht. Komm, danke. Gut. Einmal die nochmal aktivieren. Achso, das sind. Achso, das war erst eine Lichtbrücke. Ah. Okay, Kammerjäger. Mhm. Oh shit, ey, nicht gut. Fuck. Da bin ich zu weit nach vorne gelaufen. So, ihr da mal weg. Gut. Einmal hier, dann bitte den Spaß. So,
Damit habe ich wenigstens wieder Schild. Fuck it, ey. Einmal den da. Ach scheiße, schon kaputt. Ich weiß nicht mal, ob der überhaupt da einen mitgenommen hat, einfach den Gegnern. Hm. Ich habe leider keine Munition gerade mehr fürs Lichtgewehr. Das ist etwas bescheiden für mich. Gut. Dann mache ich den da nochmal. Gut, halt. Ah, da. Komm. Jupp. Nicht gut. Nicht gut. Oh shit. Cortana? Nicht gut. Ich möchte gerne hier noch Munition haben. Kann ich hier vielleicht noch irgendwie weitere Munition haben, bitte? Darüber würde ich mich eigentlich ganz... Gut. Ah, du hast ein Lichtgewehr, das ist doch schön. Okay. Zerstören Sie Zeug. Gut, ich setze hier am besten nochmal einen Cut, weil ich nicht weiß, wie groß die Datei gerade wird und weil ich nicht weiß, wie lange das noch dauert. Und es geht weiter mit dem großen Finale, vermute ich mal. Also, ich war eigentlich der Meinung, dass es noch einen Endkampf mit dem Didaktiker gibt, aber okay, vielleicht ist das auch noch eine ganze eigene Mission. Der Endkampf mit dem Didaktiker. Aber eigentlich vermute ich, dass der jetzt kommt. Der steht da nicht mehr drin, oder? Der steht da gerade nicht mehr drin. Bleibst du beharrlich? So sei es, Krieger. Stell dich deinem Schicksal. Hey, die schöne Atombombe. So fehlgeleitet. Die Einkerkerung der Menschheit ist ein Gefallen. Okay. Hm. Hallo. Wer kerkert jetzt wen ein? Dein Mitleid für die Menschheit ist unangebracht. Ich tue das nicht für die Menschheit. Wupp.
schön an der Lichtbrücke hängen ist auch gut. Warte mal. Okay. Ah ja. Ah fuck it, ey. Okay. Ich hab außerdem F getroffen, nicht G. Was das? Also ich hatte den Endkampf irgendwie anders in Erinnerung. Okay, kann auch sein, dass ich das irgendwie falsch in Erinnerung hatte. Ich dachte, da kam ein richtiger Endkampf irgendwie, aber offenbar hatte ich das falsch in Erinnerung. Oder was weiß ich nicht. Sind wir denn da gelandet? Cortana. Cortana, hörst du mich? Cortana, bitte komm! John und Cortana. Okay. Bin ich etwa das Seltsamste, was Sie heute sehen? Eigentlich nicht. Aber wenn wir hier sind... Es hat geklappt. Sie haben es geschafft. Wie jedes Mal. Wie kommen wir jetzt hier raus? Dieses Mal komme ich nicht mit. Was? Der Großteil von mir ist da unten. Der letzte Rest wird sie vom Schiff geleiten. Nein. So wird. Wir gehen zusammen. Es ist zu spät. Ich lasse dich hier nicht zurück. John. Oh. Darauf habe ich so lang gewartet. Mein Job war es, dich zu schützen. Wir sollten aufeinander aufpassen. Und das haben wir. Cortana, bitte. Bye bye. Warte. Willkommen daheim, John. Oh, Epilog.
haben ihn gefunden. Das ist irgendwie ein bisschen an Star Wars gerade. Kann ich... Natürlich, Sir. Rühren, Chief. Fühlt sich komisch an, wenn Sie mich Sir nennen. Ist sie nicht schön? Ich krieg sie viel zu selten zu sehen. Ich bin auf New Harmony aufgewachsen, war auf der Korbulo Militärakademie und habe die Erde nie leibhaftig gesehen, bevor ich erwachsen war. Aber ich sehe sie als meine Heimat an. Sie reden nicht gern, oder? Chief, ich gebe nicht vor zu wissen, was Sie fühlen. Auch ich habe geliebte Menschen verloren, aber nie etwas Vergleichbares wie Sie erlebt. Unsere Aufgabe als Soldaten ist der Schutz der Menschheit. Um jeden Preis. Sie sagen das, als wären Soldaten und die Menschheit zwei verschiedene Dinge. Soldaten sind keine Maschinen. Wir sind auch nur Menschen. Das trifft nicht ganz für Spartans zu. Ich lasse sie dann mal allein. Das Gleiche hat sie mir auch mal gesagt. Das mit den Maschinen. Ja, wer von uns ist die Maschine? Jede große Reise beginnt mit einer einzelnen Schließung. Ah ja. Ja, Free for Free Industries. Ich finde den vierten echt ziemlich gut. Der fünfte hat mich dann eher etwas enttäuscht. Also den hatte ich auch bis jetzt auch immer noch nicht zu Ende gespielt. Irgendwann muss ich den mal zu Ende spielen. Aber keine Ahnung, irgendwie hat mich das... Von der Story hat es mich nicht so... Trägt den bitteren Geschmack der Niederlage. Warum? Irgendwie hat das Wir sind nicht so gefasst gehabt. Behüter von allem, was existiert. Die Wurzeln der Galaxie sind nur durch unsere behutsame Pflege so tief geschossen. Wo es Leben gibt, hat unser zahllose Generationen umfassendes Wissen den Boden genährt. Unsere Macht ist eine brennende Sonne, die alle Intelligenz aufblühen lässt. Und der undurchlässige Schutz, unter welchem sie gedeiht. Hier stehe ich nun. Der Sünde angeklagt, den Aufstieg der Blutsväter zu festigen. Zu versuchen, uns vor diesem Schicksal des erzwungenen Verblassens zu schützen. Die Menschheit stellt die größte Bedrohung für die Galaxie dar. Ihre Auslöschung abzulehnen ist ein närrischer Schachzug. Wir vergolden Äonen in der Dunkelheit, während sie unsere Erfolge beanspruchen. Die verantwortungsvolle Aufgabe über alle Dinge gehört den Blutsvätern allein. Denkt über meine Taten, was immer ihr wollt. Aber verleugne nicht die Realität. Die Rückgewinnung hat bereits begonnen. Und wir können nichts
dagegen tun. Boah, Gänsehaut wieder. Also ich muss den fünften Teil echt noch zu Ende spielen, bevor Halo Infinite rauskommt. Der fünfte hat mich irgendwie nicht so gepackt bekommen. Und dann hatte ich irgendwie zeitlich, kam ich dann nicht mehr dazu, den zu spielen. Damit haben wir die Master Chief Collection jetzt durchgespielt. Also ich gehe nicht davon aus, dass der fünfte Teil noch in die Master Chief Collection kommt. Also von dem wird deshalb kein LP kommen. Ja, das war's dann mit Halo. Eventuell, also ich könnte mir vorstellen, dass ich den Halo 6 Let's Playen werde. Also Halo Infinite, wenn es dann rauskommt. Aber das muss man dann alles sehen. Oh. Auch wieder ein Projekt, was jetzt abgeschlossen ist. Irgendwie fühlt sich das komisch an. Halo ist immer noch eine Spielreihe, die mich wirklich enorm geprägt hat. Das merke ich jetzt auch wieder. Ah, nein, ja. Nun ja. Jetzt sind wir hiermit erstmal soweit durch. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.